meine Lieben. Ja, ihr wundert euch sicher, ich bin hier in meinem Nähzimmer, weil hier habe ich einfach ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch und kann euch das alles ein bisschen zeigen. Also, ich habe ja diesen Adventskalender gebastelt und habe mir hier schon was zurechtgelegt zum Füllen. Hier sind meine Zahlen und meine Verschlüsse und hier das Teil, wo ich es dran aufhängen möchte. So. Ja, und was hat es jetzt mit diesem Kalender auf sich und warum zeigt sie den eigentlich? Ja, das ist einfach. Und zwar werde ich diesen Kalender jetzt befüllen mit den Süßigkeiten, die ihr hier seht, so wie dort. Aber es wird noch etwas Zusätzliches hineinkommen, und zwar ein kleines Zettelchen mit einer Zahl drauf. Und diese Zahl verrät dann, was in diesem Karton sind ganz viele geheime Kleinigkeiten. Und ja, daraus werde ich lauter Päckchen machen. In diesem Karton befinden sich lauter Sachen, die was mit dem Basteln zu tun haben, und aber auch ein paar alltägliche Sachen. Und der Wert, der hier drin steckt, sind in etwa 48 Euro, so circa, könnte auch ein bisschen mehr sein. Ja, und ich werde diesen Adventskalender hier fertig basteln. Und ja, hier werden ja immer dann die Zahlen drauf sein für den jeweiligen Tag. An dem Tag macht man dann eins von diesen Päckchen hier auf, nimmt sich die Süßigkeit raus und das Zettelchen. Und dann weiß man, welches Päckchen man öffnen darf. Genau. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich diesen Adventskalender gerne unter euch verlosen möchte. Natürlich sollt ihr dafür etwas tun. Und ich habe mir überlegt, ja, also roundabout jetzt mit den ganzen Materialien hier noch dazu, denke ich, kommt man gut auf 50 Euro. Ja, und da 50 Euro jetzt nicht so ein wirklich kleiner Wert ist, habe ich mir überlegt, ich möchte gern, dass ihr etwas selbst macht für mich. Und zwar ist das völlig egal, ob es gebastelt ist, ob es aus Papier ist, aus Holz, ob ihr etwas näht. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist, dass ihr es selber macht. Und jetzt kommen die Teilnahmebedingungen, also bitte gut aufpassen. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Wenn ihr etwas gebastelt habt oder gewerkelt habt, genäht habt, was auch immer, wenn ihr etwas für mich gemacht habt zum Thema Weihnachten und dann eben bei dieser Aktion hier mitmachen möchtet, dann schickt ihr mir ein Foto an die E-Mail-Adresse, die ihr unten in der Infobox finden könnt. Und sobald ihr mir ein Foto geschickt habt, seid ihr bei der Verlosung oder bei dem Gewinnspiel, sage ich jetzt besser mal, dabei. Weil ich mir überlegt habe, ich möchte es diesmal wirklich so machen, dass ich mir von allen Fotos, die ihr mir zugeschickt habt, das raussuche, was mir am besten gefällt. Diese Person hat dann diesen Adventskalender gewonnen. Und da ich jetzt schon auf die Nase gefallen bin mit Tauschpäckchen und Co., möchte ich es gerne so machen, dass ihr mir euer Teil zuschickt und sobald das gebastelte Teil dann bei mir eingetroffen ist, werde ich den Adventskalender an euch verschicken. Das tut mir leid, dass ich das jetzt so handhabe, aber ich bin da, wie gesagt, schon mal auf die Nase gefallen oder ich habe halt wirklich teures Tauschpäckchen verschickt und habe dann was wiedergekriegt, wo ich dann geschluckt habe und gedacht habe, okay, ja, kann passieren. Ich möchte jetzt auch nicht verallgemeinern, dass jetzt natürlich alle so sind. Ich möchte mich da aber einfach auch ein bisschen schützen. Okay, ihr Lieben, ja, ich überlege noch mal ganz kurz, ob noch irgendwas wichtig ist für die Teilnahmebedingungen. Ja, ist es, und zwar, wenn ihr mir das Foto zuschickt, ich möchte gerne in einem Video, wo ich dann auch bekannt gebe, wer gewonnen hat, alle Fotos zeigen.
Also, sobald ihr mir das Foto zuschickt, dann seid ihr auch bitte damit einverstanden, dass das Foto veröffentlicht wird. Also am besten fotografiert ihr dann nur das Teil und nicht euch mit drauf. Und ich hoffe, dass viele von euch mitmachen. Ich hoffe auch, ihr seid nicht seekrank von meiner Kameraführung hier heute. Ich habe das Ganze hier mit meinem Handy gefilmt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.